Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei Sims 4. Heute nicht mehr an der Uni. Ja, ich habe ja im letzten Teil am Ende noch den Riesenschock bekommen, dass hier Alfe ja, ihr gesamtes Haushaltsinventar mitgenommen hat und das jetzt im Uni-Haushaltsinventar ist. Aber ich hatte dann ja auch die Idee, dass ich sie da nochmal einziehen lasse und sie dann am Ende als letzte auszieht und das funktioniert wirklich. Also wenn ich sie dann, ich habe das heute Morgen nämlich getestet, wenn ich sie dann ausziehen lasse als letzte und auf Einrichtung verkaufen gehe, weil sie will ja nicht das Inventar von der Studentenwohnung mitnehmen, dann hat sie auf jeden Fall die Sachen dann in ihrem Haushaltsinventar und ich finde, die gehören ihr ja auch deswegen. Soll sie die dann auch bekommen? Sie wohnt zurzeit in Willow Creek. Sie geht jetzt also nochmal zurück. Das heißt, ich werde sie da dann einfach weiter mitspielen. Und sie wird dann die Letzte sein, die dort am Dienstag auszieht. Gut. Ärgern tut es mich trotzdem. Es ist schon schade, weil das doch, ich habe das ja jetzt im Haushaltsinventar gesehen, doch sehr, sehr, sehr viel war. Ja, heute gehe ich mal. Es ist jetzt irgendwie Freitagabend, kurz nach 18 Uhr. Und ich habe mir überlegt, dass ich heute bei Linetta und Peter spiele. Und ich habe hier schon so einen Gedanken gehabt, dass es vielleicht doch nicht so ideal war, dass ich die hier nach Mount Komorebi, in Mount Komorebi angesiedelt habe, weil Peter angelt nämlich total gerne. Und ich muss mal sehen, ob ich hier für ihn in der Nähe einen Angelplatz finde. Und sowieso mal gucken, wie ich das Haus noch anpassen kann. Ich glaube, die brauchen auch noch Sommer- und Winterkleidung beide. Ich glaube, die haben die noch nicht. Ja, und dann mal gucken, wie es bei denen so läuft. Und vor allem ist Freitagabend. Es wird ja vielleicht dann auch schon wieder neue Paare geben. Ja, genau. Ich glaube, ich fange direkt mit dem Umstyling an. Ja, und hier das lösche ich mal alles, damit ich die neuen Meldungen wieder im Überblick habe. Ja, das ist jetzt auch schön, mal nicht mehr an der Uni zu spielen. Ihr habt ein bisschen Geld, dann macht doch hier mal mit Fischen bevölkern. Ja, und Linetta, ursprünglich wollte ich ja, dass sie Gitarre spielt, aber ich habe ihr hier jetzt ein Piano hingestellt. Sie haben noch ein Kinderzimmer. Da ist im Moment niemand drin, aber die können ja auf jeden Fall noch mal Kinder bekommen. Ja, ich muss hier ganz kurz mal die Outfits ändern. Das ist gar nichts. Und der grillt schon wieder. Oh, ich hoffe. Ja, mal gucken, ob sie irgendein spezielles Farbschema hat. Ich glaube nicht. Ich glaube doch so ein bisschen ins Grünliche. Meine Güte, das war mein allererster Sim. Ich habe sie, glaube ich, nicht ganz so üppig erstellt, aber naja. Mein allererster Sim, den ich noch mit der Demo erstellt habe. Wir haben doch irgendwie kurz bevor das Spiel rauskam, gab es doch diese Demo, dass man sich zumindest schon mal Sims erstellen konnte. Und da habe ich einige Sims erstellt. Und eben sie war der absolut erste. Sie hieß allerdings Lynetta Naseweis. Da gab es noch nicht mal die Badekleidung. Die musste ich ihr auch nachträglich dann. Ja, okay. Also sie hat nicht irgendwie ein bestimmtes Farbschema, aber das ist gar nichts. Und wie sieht's aus so mit Schminke? Wärst du hast ein bisschen was. Ist das das, was du grundsätzlich hast? Jetzt bin ich in der Detailbearbeitung, oder? Nee. Wieso habe ich denn jetzt das nicht? Gut. Bist du so geschminkt? Nee, wieso hast du denn jetzt. Ach, oder doch? Doch, tatsächlich. Okay, sie hat so grüne Ohrringe an. Die kann ich ihr ja auch wieder geben. Das sind diese hier. Gut. Und dann mal sehen. Irgendwie. Ich mag das immer nicht, wenn die mich hier einschränken. Irgendwie eine Bluse vielleicht. Sie ist ja schon ein bisschen älter. Sie ist erwachsen, glaube ich. Ja, das musste ich ja machen, weil sie ja auch schon eine erwachsene Tochter hat. Eine Bluse. Irgendeine schöne Bluse für Linetta. Das gefällt mir. Das ist so, das ist schön. Und das in grün vielleicht? Oh ja, das ist hübsch. Und was dazu? Eine kurze Hose. Irgendwie eine kurze Hose. Und hier bitte ohne Einschränkung. Raus damit. So. Ja. Nee. Nee, das sieht alles so
Nach Leder aus, obwohl das finde ich gar nicht so schlecht, aber. Nö. In Braun. Und dann noch grüne Flipflops. Doch, das ist doch okay. Das ist okay. Grüne Flipflops. Oh, hier ist ja, am Anfang waren hier so drei Paar Schuhe oder sowas. Ja, hier, die hier. Und jetzt muss man sich hier auch schon durchsuchen. Gut, das wäre das Sommeroutfit. Dann gibt es noch Winteroutfit. Ja. Nee. Entschuldigung. Ja, so leicht erkältet hier zu spielen und zu reden. Also zu spielen geht, aber reden ist ein bisschen schwieriger. Das gefällt mir. Das, nee, der auf, das hier finde ich doof. Dieser Druck, der da drauf ist, der sieht so, der sieht jetzt irgendwie so ein bisschen nicht so schön aus. Das ist gesperrt, gesperrt. Was haben wir hier noch? Ja, irgendwie finde ich es ja schon schön. Mal gucken, was wir da noch für eine, vielleicht irgendwie eine Hose in Grün. Eine Jeans in Grün. Gibt es was in Grün? Ja, das dafür ist dann der Filter immer ganz praktisch, wenn ich nach einer speziellen Farbe suche. Grün. Okay, die Hose kenne ich noch gar nicht. Die ist aus Studentenleben, also und hier ab an die Uni. Nee, das sind alles so ein bisschen komische Grüns. Ah, zieh mal die Schuhe aus. So. Nee, das ist es noch nicht. Das ist es auch nicht. Das finde ich ganz hübsch. Das gefällt mir. Und Strümpfe. Im Winter brauchst du Strümpfe. Auch so. Ja, die nicht. Sind das auch Strümpfe? Wieso gibt es keine gelben Strümpfe? Dann halt grüne Strümpfe. Und irgendwelche Stiefel. Da wären gelbe Stiefel jetzt schön. Gelbe Stiefel, die finde ich auch ganz schön hier. Aber doch, machen wir das doch wieder so. Gelbe Stiefel hätte ich gerne. Bitte einmal in gelb. Ja, so, aber Stiefel. Ah, Gummistiefel. nee. Nee, nee, nee. Was ist das denn? Das sieht nach Schneeparadies aus, ja. Das ist doch hübsch. Nee, gefällt mir auch nicht. Nein, 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 nein. Ja, das ist okay. Gut, also Linetta noch Ohrringe. Linetta hat dann ihr Outfit auch wieder diese, die ich vorher schon hatte. Da muss ich mir nicht lange überlegen. Gut, Linetta hat Sommer- und Winteroutfit. Dann noch Peter. Hast du einen Farbstil? Ich glaube eher so braun, so gedeckt. Was hat der für eine Figur? Um Himmels Willen. Oh. Aber irgendwie finde ich das klasse und stelle gerade fest, dass ich gar nicht mehr so ins Extrem gehe, wenn ich jetzt Sims erstelle, was eigentlich schade ist, weil das ist natürlich schon sehr kennzeichnend auch dann. Ja, ich glaube, der hat auch gerne so Braun- und Grüntöne an, also. Boah, Peter, ja klar, du hast dich behangen mit Piercing und Brille, du bist, ja, okay, das machen wir mal alles weg. Bist du geschminkt? Habe ich dich geschminkt? Dich habe ich tatsächlich. Das ist doch Schminke hier, der hat schwarzen Lidschatten, oder? Eyeliner. Nö. Nö, der hat gar kein Make-up, aber das sieht ein bisschen so aus. Na gut, egal. Also, du brauchst keinen Schmuck, aber jetzt bin ich hier, aber hier, ja. Gut, weiß, du möchtest weiß. Also ich finde das Outfit so gar nicht schlecht, aber vielleicht eher in grün und braun. Okay, nee, das hast du nicht an. Wo ist denn die Hose, die du anhast? Heißes Wetter. Wieso wird mir da die angezeigt? Das ist doch nicht die Hose? Nee. Hä? Wo ist sie denn? Irgendwie klappt das hier nicht mehr, dass das hier auftaucht, wenn man.
wenn man, oder es gibt die Hose gar nicht. Ist das irgendwie eine Leggin? Nee. Röcke? Wieso ist die da nicht? Ist das eine Dreiviertelhose? Was hast du für eine Hose an? Die gibt's gar nicht im Spiel. Doch hier, das müsste sie doch sein. Ja, das ist sie doch. Im Braun. Ih, das ist aber kein schönes Braun. Das hier. Gut, und dann auch irgendwie Flipflops, oder? Sowas Asiatisches, wenn du schon hier in Mount Komorebi lebst. Das ist doch cool. Ja, so gefällt mir das. Das passt zu Peter. Gut, und dann noch die Winterklamotten. Ja. Alles weg erstmal. So. Du nimmst hier Jacken, sind irgendwie hier oben. Gut. In Braun. Farbe Braun. Nee. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Und irgendwie eine. Nein, keine Dreiviertelhose. Und hier auch wieder in Braun. In Braun. Nö. Nö, auch nicht. Nee, das passt zwar farblich super jetzt, aber nee. Nee. Nein, nein, nein. Nein. Wieder sowas hochgekrempelt ist so ein bisschen sein Markenzeichen. Ja, warum nicht? Gibt es das auch noch in einer anderen Farbe? Nee, das passt am besten. Okay, muss ja nicht alles immer hundertprozentig passen. Wieso gibt es jetzt hier diese Strümpfe nicht in Braun? Und auch noch irgendwelche Stiefel? Nein, nicht in Gelb. Wieso ist es hier? Ach, Gelb ist hier noch. Gut. Nee. Nein. Auch irgendwie so Wanderschuhe, so wanderschuhartig, irgend sowas. Das ist hübsch. Gut, ja, das gefällt mir. Ich will mich jetzt hier auch nicht zu lange aufhalten. Ich bin zufrieden damit. Auf geht's. Ja, mal gucken, was ich mit den beiden mache. Ich spiele sie ja jetzt nicht lange, nur bis Sonntag früh wahrscheinlich, weil ich ja möchte dann, also weil ich am Sonntag früh, relativ früh wieder in den Studentenhaushalt wechseln möchte. Gut, Linetta hat Hunger, Peter hat Hunger, er war hier am Grillen. Und hier gibt es übrigens noch Essen. Ist das noch haltbar? Mach das mal in den Kühlschrank. Hier sind Ofenkartoffeln. Lecker. Und dann habt ihr nämlich schon mal Reste. Vielleicht benutzt ihr dann minus 10. Linetta kocht. Hier stehen Essen. Hier steht Essen auf. Was ist? Ihr kommt nicht an den Kühlschrank. Und jetzt? Ja, gut. Den Kuchen dann aber auch, weil das ist ja doch schade drum. Weglegen. Ach, die haben hier auch so einen Frosch. Ja, das ist das Starterhaus von Linetta, was ich dann irgendwann einfach ausgebaut habe. Das ist aber immer noch so der Stil des Starterhauses. Hier haben sie auch schon mal ein Kind großgezogen, wie man sehen kann. Das ist zwar in meiner Abwesenheit passiert, aber egal. Gut. Peter. Du willst diese große glückliche Familie und du könntest jetzt mal Reste essen. Bei euch ist es kalt. Ich stelle euch mal das Thermostat an auf wärmer und dann Linetta. Das ist aber hier nicht Eier und Toast fortsetzen. Und nachher kannst du auch noch Taco-Auflauf fortsetzen, wenn du hier. Ja, das ist mit dem Essen und dem Kühlschrank alles so leicht ein bisschen verbuggt. Peter, du darfst dich ruhig hinsetzen. Ach, das sieht aber alles sehr freundlich aus hier, so in Gelb und Grün und Braun und Fische schwimmen jetzt hier auch rum. Ja, muss man die füttern? Nee, muss man nicht füttern. Und ach, hier habe ich sogar ein Foto von den beiden hängen. Ach, schön. Ach, das ist schon schön. Hängen hier noch mehr Fotos? Hier hängt ein Bild gemalt von Unbekannt. Das ist wahrscheinlich auch ein Foto. Das ist hier. Das müsste Pipa sein, als sie noch klein war. Oh,
Ach, ist das schön. Ach, das ist klasse. Das macht natürlich schon dann Spaß. Ich muss sehen, dass ich die Häuser wirklich so individuell mit Bildern und Fotos und so ausstaffiere. Und das ist dann Pipas ehemaliges Kinderzimmer. Aber Pipa ist mittlerweile ja schon erwachsen. Ach, schön. Ach, was ist jetzt hier? Peter, mach das doch mal bitte. Eier und Toast fortsetzen. Mach doch da jetzt mal ein bisschen ordentlich, bitte. Was ist das Problem? Irgendwas ist hier nicht gut. Ist der kaputt? Also, Linetta, ich muss das jetzt mal anders lösen. Du gehst jetzt mal hier ans Klavier und ich schalte hier die Musik mal aus, so damit hier nur einer steht und das vielleicht dann irgendwie funktioniert. Peter, du kochst jetzt hier mal fertig. Ich glaube eh, dass du der Koch bist. Was ist denn euer Problem? Ach, wenn der Stuhl hier draußen ist, vielleicht. Oder liegt es wirklich an diesem Teil hier? Er mag das nicht so sehr, wie sie das jetzt da macht. Wo stellst du das hin? Ist auf dem Tisch kein Platz? Nee, gut. Also ich helfe jetzt den beiden mal, weil das hier irgendwie nicht so funktioniert. Ich glaube, sie hat, wenn überhaupt, Gitarrefähigkeit. Die hat sie schon auf Level 4. Ja, sie hat Gitarre angefangen zu lernen und dann sich umentschieden. Ja, jetzt ist es fertig. Ah, da war keine Theke mehr frei zum Hinstellen. Okay, jetzt ist aber alles gut. Peter, und jetzt hast du schon gegessen? Ja, geh raus. Für dich suche ich dann hier mal einen Angelplatz. Ich hoffe, es gibt einen. Linetta, du musst jetzt dann doch erstmal das hier machen. Ja, ich stelle sie euch trotzdem noch mal vor. Peter möchte ja eben diese große, glückliche Familie haben. Er ist ein familienbewusster Sim. Er liebt die Natur, ist häuslich und kindisch, also ein erwachsenes Kind. Und es ist Herbst. Oh, hier fällt das Laub. Ist das in Brightchester gar nicht? Da gab es, glaube ich, gar nicht so Bäume. Ist mir dort gar nicht aufgefallen. Und Linetta möchte ein Renaissance-Sims sein, in vier Fähigkeiten Level 4 erreichen. Und ja, sie muss eine Karriere einschlagen. Ich glaube, dass sie der nächste Student wird. Linetta wird studieren. Ach, ich werde sowieso viele studieren lassen. Sie könnte Musik studieren oder so. Ich finde auch ein Erwachsener Sim darf noch studieren. Sie ist eine Musikliebhaberin, gesellig, fröhlich und eine schnelle Lernerin. Ja, Linetta an der Uni könnte ich mir auch noch vorstellen. Ich werde sowieso viele Sims an die Uni nehmen. Und mal eben, vielleicht gibt es dann dort auch noch WGs. Jetzt wollte ich hier im Dunkeln sehe ich natürlich so viel. Es ist übrigens total doof, dass ich sehe hier immer noch einigermaßen was, aber wenn ich die Filme hochlade, dann werden die so dunkel, dass man oft gar nichts mehr sieht. Da ist doch wieder der Martini, der, ja, Rainer Martini. Du bist auch überall, hm? Hier am, da ist ein Vampir. Ulus van Dunkelheim, ein Vampir von Ursula. Gut, kann man hier angeln? Hier sind Teiche, aber keine Angelschilder. Das ist ja schade. Ach, Peter braucht irgendwo einen Platz zum Angeln. Das ist schade. Haben Sie die vergessen? Das sieht doch hier so richtig nach Angeln aus. Aber nö, hier ist nichts. Okay, weiter gucken. Hier ist noch ein Teich. Wisst ihr das zufällig, ob man in dieser Nachbarschaft angeln kann? Ich muss dann tagsüber noch mal gucken. Linetta ist müde. Peter, wo bist du? Du bist schon im Bett. Okay, gute Nacht, ihr beiden. Jetzt ist gleich wieder Mitternacht. Ich bin sehr gespannt. Ja, Alfe hat geheiratet, aber nicht den Jimmy, den Marlon Schlafapfel. Okay, ich will, dass die Adasin heißen. Der von Alva Sternenglanz und Moritz Maurer. Moritz Maurer. Die haben, glaube ich, beide schon ein anderes Kind per Genexperiment. Möchte ich hier Sternenglanz. Dann hat meine alleinerziehende Mutter geheiratet, den Molin Maulisch. Ich glaube, das ist der Sohn von Moritz Maurer.
Ach du meine Güte, die Familienverhältnisse, also die Verwandtschaftsbeziehungen, die werden ja so richtig super kompliziert jetzt. Aber wenn die sich dann auch noch trennen und okay, Truda Todler ist jedenfalls die Mutter von Tilda Todler, die mit dem Kleinkind alleine in Windenburg wohnt. Und Molin Maulisch ist ziemlich sicher der genetische Sohn von Moritz Maurer, der hier die Alva Sternenglanz geheiratet hat. Maulisch ist nicht schön. Todler ist auch nicht schön, Maulisch. Nanette hat geheiratet. Ich fasse es nicht. Meinen unromantischen Namor, der noch am Studieren ist. Hallo? Ob mir das gefällt? Okay, es ist, wie es ist. Oh, ich hätte sie mal kennzeichnen. Man kann ja einzelne Sims auch kennzeichnen, dass die zum Beispiel niemals heiraten dürfen oder niemals schwanger werden dürfen. Naja, jetzt ist es, wie es ist, Delavar, ist klar. Pieper hat auch geheiratet. Den Marvin Koch. Meine Studenten heiraten alle. Meine Studenten-WG ist leer, wenn ich da am Sonntag zurückgehe. Naseweis, weil Naseweis gibt es ja von Lynette her nicht mehr. Also mache ich hier führe ich hier die Linie Naseweis weiter. Primera hat geheiratet, den Willi Hirnli. Ich glaube, hier werde ich den Namen Por weiterführen, weil die Mutter, die Pina, wahrscheinlich nicht mehr Por heißt, sondern Saturno. Legt den Nachnamen fest, der von Rose Green und Alvin Jupito. Rose Green, Manuel Wunderbar und Flora Feenhaar. Da nehme ich wunderbar. Yeah, waren das jetzt viele Hochzeiten? Ja, ich habe natürlich jetzt auch total viele Sims im Spiel. Ach du meine Güte, da muss ich dann nachher mal in der Haushaltsverwaltung gucken, wie das da so aussieht. Oh, ist das spannend. Ich muss dann sehen, wie ich dann, ja, jetzt werde ich dann eine Weile keine Studenten mehr spielen, damit ich hier wieder den Überblick kriege. Peter, bist du so ins Bett ohne irgendwie deine Bedürfnisse? Ja, es ist 6:30, du darfst auch aufstehen. Und es ist hell. Das heißt, ich gucke jetzt, ob ich hier noch irgendwo die Möglichkeit finde zu angeln. Sonst gibt es hier dann ein. Ach, das ist wirklich schade. Doch, hier vielleicht, am Strand. Nee, die haben die einfach vergessen, würde ich mal sagen. Hier kann man wahrscheinlich schwimmen. Aber Angelschilder scheinen die hier vergessen zu haben in Mount Komoribi. Also zumindest mal hier in dieser Nachbarschaft. Das ist aber schade. Was gibt es denn hier? Zwiebeln. Du kannst die nachher mal ernten gehen. Ach nee. Jetzt müsste man diese Mod haben, mit der man hier diese Welt bearbeiten könnte. Und hier Angelschilder. Vielleicht beschäftige ich mich damit dann doch mal. Also hier hätte zumindest ein Angelschild hingemusst. Wieso soll man hier nicht angeln können dürfen? Verstehe ich nicht. Und hier so schöne Teiche, aber keinerlei Angelschilder. Oder sie ziehen um. Was ist das denn? Ist das ein Grundstück? Nee, das ist Nachbarschaftsdeko, oder? Aber hier kann man auch nicht angeln. Ja, und was gibt's hier? Tomaten? Oh, hier gibt es aber richtig praktisch Sachen für den Kühlschrank. Peter darf dann mal ein bisschen durch die Nachbarschaft streifen. Und Linetta, du bist auch auf. Du hast soziale Bedürfnisse. Ja, das machst du gut. Dann setzt du dich hier hin, unterhältst dich mit deinem Mann. Jetzt bin ich mal gespannt. Von Samstag auf Sonntag müssten es dann ja vielleicht noch neue Schwangerschaften oder überhaupt mal Schwangerschaften geben. Irgendwie hätte ich noch gerne gesehen, dass das funktioniert, bevor ich dann mit euch bevor ich euch dann die Mod-Einstellungen zeige, die ich im MCC habe. Räumst du auf? Nachher darfst du weiter üben. Und vielleicht studierst du dann mal. Oder du könntest natürlich, du musst ja nur Level 3 in einer Karriere erreichen. Theoretisch könntest du dir auch einen Job suchen. Ihr müsst ja auch irgendwie noch Geld verdienen. Ja, ich glaube, du suchst dir mal irgendwie so einen Job, wo ich dich begleiten kann. Mal sehen, was zu dir passt. Gesellig, fröhlich, schnelle Lernerin und Musikliebhaberin. Oh, ihr habt aber einen coolen PC. Ja, man sieht schon, dass hier mal ein Kind gewohnt hat, gelebt hat. Das ist alles sehr verspielt. Okay. Peter, hast du schon? Was wolltest du jetzt? Wolltest du schwimmen gehen? Oder warst du zu nah? Du warst zu nah am Strand. Da hast du dich jetzt automatisch. Aber du, es ist nicht so wahnsinnig warm.
Es war keine gute Idee, Peter. Linetta, die soll sich mal einen Job suchen. Sie muss vielleicht ja doch nicht studieren. Braucht sie nachher noch mehr Level? Ja, guten Appetit. Sie strahlt so. In 5 Fähigkeiten, Level 3, in 2 Karrieren. Also sie muss eh die Karriere. Ach, mit ihr kann ich doch ein bisschen Karrieren, Level 3 in 3 Karrieren. Mit ihr kann ich doch ein bisschen so diese Karrieren ausprobieren. Das ist eine gute Idee. Also, nein, das war hier. Arbeiten. Einen Job suchen. Du kannst nachher dann direkt weiter essen. Das Gelbe ist momentan. Jetzt ist Peter fertig. Komm mal wieder nach Hause. Okay, ich möchte gerne eine Karriere, so eine Freelancer, irgendwas, Gärtner. Was ist denn das? Du hast schon immer einen grünen Daumen, aber jetzt willst du damit auch Geld verdienen. Zu Beginn wirst du viel pflanzen und gärtnern, aber wenn du am Ball bleibst, wirst du in der Wissenschaft oder auf dem Gebiet der Kunst erfolgreich sein. Ach, das ist das mit den Blumenbinden? In die eine Richtung? Ja, Botanikerin und Blumendesignerin. Nee, 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 nee. Malerin auch nicht, Militär auch nicht, Politikerin, Politik auch nicht, soziale Medien, Stilbeeinflusserin haben wir schon, Umweltschützerin, das wäre Umweltbeauftragte und Meeresbiologin, Angestellte im Einzelhandel. Ja, das wäre natürlich klasse, wenn man die dann auch wirklich in den Läden sehen würde. Das muss ich dann auch mal testen. Das ist so ein Notfalljob, Babysitterin, Barista. Ob die dann auch wirklich in der Espresso-Bar auftauchen oder an den Marktständen, wenn die diese Jobs haben. Das wären ja die Rollen eigentlich hier. Die Frage ist, wenn man die seinen Sims gibt, ob die dann auch wirklich auf diesen Grundstücken auftauchen. Taucherin. Aber du bist jetzt nicht sehr sportlich und ihr wohnt, na gut, ihr wohnt hier, könntet ihr theoretisch sogar tauchen. Nee, da gibt es nicht diese Tauchdinger. Ja, ich gucke mal bei den Freelancern noch vorbei, was es da gibt. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Digitale Künstlerin, Herstellerin, Modefotografin, paranormale Ermittlerin, Programmiererin und Schriftstellerin. Digitale Künstlerin. Kann man da auch Musik machen? Ich mache das mal. Branche wählen. Computerexperten, Electrified Artist. Ist ein digitales Gemälde dazu in der Lage, jemanden zum Weinen zu bringen? Da geht es nur ums Malen. Okay. Und was ist das? Fabrikation, Aufsprudeln, Kerzenherstellung. Soll sie anfangen herstellen? Das gefällt mir alles jetzt nicht so. Freelance-Schriftstellerin. Oh nee, das gefällt mir alles gar nicht. Ich muss den Job wieder kündigen. Tut mir leid. Yakalau Ja, nee, das war's nicht. Das war's nicht. Job kündigen. Ich mach doch was anderes mit dir. Gefällt mir nicht. Peter, dich habe ich doch nach Hause geschickt. Und ich habe dir auch gesagt, du sollst dich umziehen. Oh, guck mal, da hinten ist jemand. Ist das die Grünspan? Gertraude Grünspan? Begrüß die doch mal. Und frag mal, was sie für einen Beruf hat. Aber wahrscheinlich ist sie Studentin. Ach, die hat sogar die Haare zusammengebunden beim Joggen. Okay, ich glaube, sie ist hier eine Mount Komorebi-Bewohnerin. Sie grüßt sehr vornehm. Nach Karriere fragen, das passt doch. Ja, aufgeben, wir suchen was anderes für dich, das war's nicht. Was Peter hat erfahren, jetzt habe ich es weggeklickt. Als Feuerwehrfrau bei örtliche Feuerwehr arbeitet. Lina, ist das okay für dich? Es ist jetzt nicht so sehr Umwelt und grün, aber sehr sozial auf jeden Fall. Sie ist Feuerwehrfrau. Okay, Linetta, wir suchen immer noch einen Job für dich. Ja, irgendwas am PC würdest du ja schon gerne machen. Du bist ja auch schnelle Lernerin. Du könntest ja auch, ach, du könntest theoretisch auch Programmiererin, aber das, ich will ihr keinen Job geben, wo sie weg muss, obwohl ich das theoretisch machen könnte. Nee, will ich nicht. Also, nochmal von vorne. Bauplanungsingenieurin. Das würde mir schon gefallen. Stadtplanerin.
So als erster Sim, vielleicht wird sie, aber sie muss ja nachher wieder die Karriere wechseln. Also ich muss mir gar keine Gedanken um das hier machen. Bildungswesen, Verwalterin und Professorin, ist, muss man da, ist das, da muss man wahrscheinlich weg, denke ich mal. Vertretungslehrerin. Ach, sie soll mal Vertretungslehrerin. Dann ist sie halt im schlimmsten Fall ein paar Stunden weg, also ein paar Stunden. Ist das eine begleitbare Karriere oder nicht? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Büropersonal, das Leben voll und Fachpersonal und Führungskraft, das sind lauter Jobs. Das ist, glaube ich, die, die mit Mount Komorebi dazu kam. Ja, ich glaube, Gärtnerin, Ingenieurin, Maschinenbauingenieurin, Computeringenieurin. Ja, das passt aber. Das ist das, was Olli machen soll. Kritikerin, Kunstkritikerin, aber das ist wieder mit Gemälden. Malerin, Militär, Politikerin, Recht. Ach Mensch, ist gar nicht so einfach. Technikguru ist, glaube ich, E-Sportlerin und Startup-Unternehmerin. Umweltschützerin, Umweltbeauftragte und ach, ich mache mal das Umweltschützerin, weil das ist auf jeden Fall zu Hause. Ich glaube aber, das muss man auf Sulani machen. Ja, das Verbrecherin, Angestellte im Einzelhandel. Ach Mensch, gibt es da überhaupt mehrere Stufen? Regalauffüllerin. Ach, sie soll mal diese Jobs hier ausprobieren. Dann sehe ich ja auch direkt, ob man sie dann da auch trifft, wenn ich. Ja, ich mache das mal so. Dann kann ich mit ihr nämlich das ausprobieren, dass wenn ich sie jetzt hier erstelle, ob wenn ich dann in den Laden gehe, ob sie dann dort auch arbeitet. Angestellte im Einzelhandel. Das sind auch nicht so viele Stunden, da ist sie zwar auch weg, aber okay. Gut. Ja, du willst ja einfach alles mal ausprobieren. Das muss jetzt nicht der Superjob sein, oder? Gut, und dann geh doch einfach mal duschen und auf Toilette. Und Peter, wo bist du? Irgendwie habt ihr dir noch hier auch einen Garten. Denke ich, hier hinten ist so ein bisschen Garten. Ja, guck mal, hier ist Garten. Du kannst mal alles ernten und alles gießen. Ja, da ist, ich sage es immer dazu, wenn bei mir im Spiel, wenn ich es gerade weiß und mich daran erinnere, Dinge anders sind, weil ich eine Mod habe. Ich habe auch eine Mod drin, dass die Pflanzen nur im Winter einen Winterschlaf halten, also dass die ansonsten immer Früchte tragen. Und so kann ich die auch eher mal im Freien stehen lassen und muss die nicht immer alle unterkellern. Alles ernten. Pieper, ja klar, komm rüber, bring doch deinen Mann noch mit. Ach, ob wir zu ihr rüberkommen möchten, Entschuldigung. Annehmen und Sims, ja klar, wir gehen Pieper besuchen, mal sehen, ob direkt ihr Mann schon bei ihr wohnt, dann ist nämlich da kein Platz mehr. Das sind nämlich nur zwei Einzelbetten, aber das ist doch lustig. Pieper hat geheiratet, den Marvin Koch. Ich weiß es gar nicht mehr. Es waren so viele, es waren so unglaublich viele und ich bin mir sicher, ich muss die Studenten-WG wieder am Sonntag früh zusammenfriemeln. Die sind jetzt alle sonst wo. Die haben das ausgenutzt, dass ich nicht mehr da war und sich alle davon gemacht. Pieper wohnt im Modeviertel, glaube ich. Ja, in einer Wohnung von Deichscharf, die super gepasst hat für sie und ihre Tochter, aber jetzt natürlich nicht mehr passt. Das heißt, oh, also ich werde hier auch für die nächsten 5 Jahre wirklich genug zu tun haben. Ja klar, Marvin Koch. Ha, er ist jetzt hier. Ach, ist das klasse. Ihr müsst erstmal. Hi, Pieper, hallo. Hey, ich gratuliere dir zu deiner Hochzeit. Müsst ihr noch anklopfen oder könnt ihr schon direkt rein? Ihr könnt schon direkt rein. Peter, du kannst doch mal deinen Schwiegersohn hier begrüßen. Du kennst den noch gar nicht. Ja, dann wird es höchste Zeit. Habe ich hier noch nicht automatisch alle Lichter? Ist die Kleine, wie heißt die denn? Die ist auch hier, die Tochter von Pieper. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Kalina Nase weiß. Ja, sie ist, glaube ich, von Matteo Linda, die Tochter noch, also die genetische. Hi, du hast einen neuen Papa bekommen. Irgendwie so. Oh, Marvin sieht super glücklich aus. Ah, der ist beschämt. Hat er die Schuhe angehabt? Vielleicht ist es hier überhaupt mit den Schuhen? Habe ich das gemacht?
Hier ist überhaupt kein Schuh-Dingens. Hier kann ich jetzt aber auch nicht bauen, nee. Naja, wieso müsst ihr denn alle im Flur stehen? Geht doch mal alle irgendwie hier hin. Ihr müsst ja da nicht im Flur bleiben. Doch, die haben die Schuhe aus. Wo habe ich denn das? Wo habe ich dieses Regal? Regal oder das Schild? Keine Ahnung. Das ist mysteriös. Das ist sehr mysteriös. Vielleicht. Ach, hier ist ein Schuhregal, natürlich. Alles klar. Gut. Jetzt seid ihr schon wieder da draußen? Oh, sie ist so süß. Ich weiß gar nicht, warum sie als Kind keine roten Haare hatte. Habe ich vielleicht dann einfach mir gedacht, ich wechsle das. Pipa, können wir hier, dürfen wir hier, wir dürfen hier sogar kochen, wenn wir wollen. Da ist nämlich, habe ich auch eine Mod im Spiel, dass man bei Verwandten und so ohne dieses Willkommensmerkmal, also ich hoffe, ich habe sie drin, aber ich glaube schon, kochen darf. Hier wird die Decke angezeigt in der Wohnung. Cool, wenn ich hier auf Dings gehe auch, ja. Klasse. Was soll denn das? Wisst ihr was? Nee, ich habe keinen Hunger. Aber egal, ich habe eine Idee. Und zwar. Oder auch nicht. Wenn ihr alle mal hier reinkommt, Linetta, setz dich doch hier dazu. Guckt doch alle mal Fernsehen. Ist Kalina immer noch hier? Ja, die hat hier den Computer halt. Es fängt schon früh an bei den Sims, dass die da nur am PC hängen. Und die zwei sind hier draußen. Sie sieht zufrieden aus. Ah, doch, Marvin sieht jetzt auch wieder glücklicher aus. Du vergisst dann nicht dein Studium, ne? Du musst dann noch mal an die Uni. Weil hier ist eh im Moment eigentlich überhaupt kein Platz für dich. Das wird ein bisschen eng da zu zweit in diesem. Ja, das sind hier, das ist die Wohnung. Das sind hier halt zwei Einzelbetten. Ich weiß auch nicht, wie ich das mache, ob ich die dann wieder umziehen lasse, weil hier ein Doppelbett rein. Naja, wenn alles andere rauskommt, dann passt hier schon ein Doppelbett rein. Aber. Naja, mal gucken. Ich spiele ja jetzt nicht hier. Ich glaube, du stehst hier denen im Bild. Lynetta, du musst mal auf Toilette. Vielleicht bevor der Film zu Ende ist. Kann man denen gratulieren irgendwie zur Hochzeit oder so? Ich weiß, dass es dafür auch Mods gibt, aber die nehme ich nicht. Das ist mir dann zu viel. Liebevoll umarmen und hier ihn mal nach Karriere fragen. Kennenlernen und was passiert wohl, wenn sagt er, dass er Student ist? Es ist alles abgebrochen worden. Süß. Hey, frag ihn doch mal bitte, was er. Hallo? Wieso wird das nicht Erziehungslevel 1 erreicht? Ach, das ist deine Tochter, deswegen. Okay. Kannst du ihn fragen? Ja. Peter will nämlich nicht. Was machst du da unten? Linetta? Wolltest ein bisschen an die frische Luft? Okay. Frag ihn mal, was er vom Beruf ist. Das wollt ihr doch bestimmt wissen. Als nicht zukünftige, sondern so als Direktschwieger. Sind die Direktschwiegereltern geworden? Linette hat erfahren, dass Marvin arbeitslos ist. Also das finde ich aber doof, dass er nicht angezeigt wird, dass er Student ist. Er ist ja wirklich aktiv in dem Studium im Moment. Hätte ich ihn registrieren sollen? Nee, das geht ja auch nicht, wenn sie hier eine Karriere haben. Hätte ich ihn nicht als Student registrieren können. Naja, okay. Ist, wie es ist. Oh, die sind aber alle sehr romantisch hier. Linetta, sag doch mal deinem Enkelkind noch Hallo. Über Interessen reden. Du müsstest sie aber eigentlich richtig kennen, oder? Fröhlich, ja. Vielleicht hört die dann auch mal auf, hier am PC zu spielen.
Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich hier ein Foto machen kann. Aber Linetta guckt gerade so. Aber irgendwie, ja, ich finde das ein schönes Foto. Linetta guckt zwar etwas sehr streng. Hallo, das wollte ich nicht. Irgendwie so. Das ist nicht so ganz, wie ich es möchte. So. Ja, Linetta guckt nicht sehr liebenswert, aber egal, man sieht ja sowieso nicht so viel auf diesen Bildern. So. Gut. Oder doch ein anderes? Jetzt guckt sie schon wieder so streng. Tag verschönen, Wange küssen, liebevoll umarmen. Er hat ein Kind großgezogen und ist jetzt gerade mal auf Level 1 Erziehung. Die haben hier irgendwie, ich sehe hier gerade, boah, die müssen an ihrer Beziehung arbeiten. Ich glaube, die müssen irgendwie noch ein romantisches Dinner. Mein allererster Sim. Okay, ihr beiden, ihr müsst irgendwas für eure Beziehung tun. Deswegen denke ich, dass ihr hier den Besuch jetzt mal abbrecht und nach Hause geht. Ja, ihr geht jetzt nach Hause, sagt Tschüss, auf Wiedersehen. Ja, Peter geht einfach so, macht aber nichts. Ja, hier gibt es kein Auf Wiedersehen. Okay. Tschüss, ihr drei. Viel Spaß euch noch. Jetzt schläft der hier, der Fredo Grandios. Da ist auch wieder ein Sim von euch, den ich, glaube ich, im Spiel noch nicht gesehen habe. Ja, komme ich jetzt da auch wieder runter? Hallo. Der, ja, ratlos. Rudi ratlos. Ja, irgendwie will das hier nicht so ganz. Ich komme nicht näher ran gerade. Doch, nein, nein. Der Rudi ratlos. Und ja, die Gertrud Grünspan ist, ja, da ist noch jemand, aber das ist, glaube ich, Oskar Trallo. Oskar Trallo. Ach, das ist mein Magier wieder, genau. Ja, ich denke, dass ich dann hier schon aufhöre. Dann mache ich nämlich lieber noch mal einen zweiten Teil mit Linetta und vielleicht werfe ich noch einen Blick kurz in die Haushaltsverwaltung und mache dann noch einen zweiten Teil mit Linetta und Peter. Mal gucken, bevor ich dann noch mal die 2, 3 Tage Uni-WG, die ich jetzt wieder zusammenstellen kann, spiele. Ja, genau, ist eh auf Pause. Ich glaube, ich speichere das hier mal. Heute muss ich einen neuen Speicherstand anlegen. Ich habe nämlich noch nicht 5. Ist es 5? Ja, noch nicht gespielt heute. Ja, ich habe auch, wenn ich nicht in die Haushaltsverwaltung oder in die Bibliothek gehe, wie das jetzt heute der Fall war, dann gibt es dort einfach nichts Neues. Letztes Mal hat wirklich nur dieser Hermann Rosig als Geist sich ins Spiel generiert und den habe ich ja wieder gelöscht, weil ich möchte, dass er nicht als Geist, sondern als ganz normaler Sim in mein Spiel kommt. Und das wird er dann bestimmt auch. Können ja direkt mal gucken, ob jemand dazugekommen ist. In Mount Komorebi sind. Nee, ist nur einer von mir. Den kann ich direkt mal löschen. Gut. Delava. Okay. Nanette ist in die Studenten-WG gezogen. Und Alfe ist eh schon drin und Marlon. Also die sind, Marlon ist in die Studenten-WG gezogen. Und Nanette ebenfalls. Das heißt, Marlon werde ich dann schon bei Alfe einziehen lassen. Und Nanette wird dann wieder nach Hause gehen. Und das sind, ja, das sind 8 Sims, wo Nanette wohnt in ihrem Zuhause. Ich habe sie ja nur wegen dieses Zuhauses. Da muss ich ein bisschen umorganisieren. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das will, aber ja, ist jetzt mal. Im Moment ist es so. Aber da muss ich dann. Marvin muss wieder zurück in die Studenten-WG. Das mache ich aber erst Sonntag, damit er da nicht so lange von seiner frisch angetrauten Ehefrau dann getrennt ist.
Und Nanette, ach, die kann ja, ich werde, die sind 2, 4, 6. Das heißt, Marvin kommt noch, dann sind 7. Ich werde die dann vielleicht sogar alle spielen. Dann muss ich hier diese zwei Paare nämlich gar nicht trennen. Und er überlegt dann am Dienstag, wie ich das alles organisiere, also am Sim-Dienstag. Ja, das war es dann für heute. Ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und es geht nächstes Mal nochmal mit Linetta und Peter weiter, bevor ich dann wieder in die WG wechsle. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.